Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Wer war's? Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Heute stellen wir euch einen weiteren Klassiker vor, wenn es um Kinderspiele geht. In dem Fall Wer war's? Ab 6 Jahre für 2 bis 4 Spieler. Ist ein kooperatives Spiel und genau das spiele ich mit der Alina, die ist erst 4 Jahre, aber mit etwas Mithilfe kann sie das schon super meistern, das werdet ihr nachher auch gleich sehen. Der Elias kann es mittlerweile auch sehr gut alleine, sogar mit der Alina spielen, das funktioniert wirklich super, weil vieles wird gesteuert von dieser elektronischen Komponente. In dem Video möchte ich euch ein paar Gameplay-Sequenzen zeigen, bevor es abschließend wieder ein Fazit gibt. Bevor wir aber einsteigen und diese tolle elektronische Komponente anschalten, Moment, ein paar Infos, weil das Spiel steigt sofort ein in das Geschehen. Das heißt, wir sind jetzt hier Kinder in einem Schloss. Und da gibt es so einen Geist, der ärgert uns hier ein bisschen, schickt uns immer wieder ins Zimmer zurück. Ja, wir, wenn er uns beißt, dann schickt er uns... Der beißt nicht, der macht Buh und dann schickt er uns wieder zurück. Aber Alina... Wir müssen den Ring finden, beziehungsweise den Verdächtigen, weil der König braucht den Ring als Schutz vor dem Zauberer. Das heißt, wir müssen das Schloss erkundigen. Wo ist der König? Der König, der schwebt quasi im Hintergrund. Der sucht nämlich auch den Ring. Aber hier sind die 10 Verdächtigen und irgendjemand hat den Ring geklaut. Das heißt, wir Kinder können mit den Tieren reden, die hier sind, und bewegen uns von Raum zu Raum. Das heißt, vielleicht sind es... Die Grünen sind auf jeden Fall. Vielleicht, wer war es denn letztes Mal, wo der Ring geklaut hat? Die Kräuterhexe, glaube ich, war es. Ja, die Kräuterhexe. Genau, vielleicht ist es dieses Mal wieder jemand anders. Das heißt, wir müssen die Tiere fragen, wir müssen denen Essen geben, wir können Zauber in verschiedenen Räumen letztes nutzen. Letztes Mal haben wir durchsucht und dann hat das Pferd einfach nicht nur gesagt... bei der Schlange irgendwas. Genau, das heißt, deswegen helfe ich der Alina. Übrigens, das Ganze lässt sich auf unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad steuern, weil es ist durchaus schon knackig, wenn man auf schwerem Schwierigkeitsgrad spielt. Ich muss jetzt mal schauen, welchen Schwierigkeitsgrad wir nehmen. Aber das waren im Prinzip die wesentlichen Infos. Die Katze hilft uns hier dabei. Das heißt, wir nehmen quasi immer die Katze mit, wo wir Schlüssel ablegen, Futter. Und mit dem Futter müssen wir dann zu den Tieren. Und dann werden die Tiere gesprächsbereit, wenn wir ihr Futter bringen. Und dann geben sie uns auch Tipps und öffnen uns weitere Türe und Geheimgänge. Ich denke, das waren alle Infos vorab in Kürze. Und jetzt schauen wir einfach ein paar Sequenzen rein. Und wer fängt jetzt das Spiel an? Du. Okay, was macht man in dem Spiel? Würfeln. Man würfelt, dann läuft man auf das entsprechende Feld. Oder man kann rückwärts laufen. Man kann rückwärts laufen. Der Geist muss nur die Pfeile, er kann nicht da und nicht da rein. Der Geist, der bewegt sich nämlich hier immer im Kreis herum. Wenn man den Geist würfeln, muss man den Geist bewegen. Und wenn uns der Geist geschnappt hat, wo kommen wir dann hin? Ins Kinderzimmer. Genau, wer fängt an? Dann fangst du. Okay, ich fange an und ich würfle eine 4. Ich gehe jetzt also... in diesen Raum. So, und in diesem Raum gibt es die Schlange. Das heißt, ich drücke die Schlange. Was soll ich machen mit der Schlange? Zaubern. Nee, da kann ich nicht zaubern. In manchen Räumen kann man nicht zaubern. Sprechen, was sie will. Okay. Ich möchte einen Apfel. Apfel. Das müssen wir uns jetzt merken. Weil hier gibt es irgendwo einen Apfel und den bringen wir zur Schlange. Dann bist du dran. Aber warum nicht der Apfel? Ja, da ist es im Moment noch nicht da. Du bist dran. Durchsuchen. Durchsuchen? Du findest das Brot. Oh, das Brot haben wir jetzt gefunden und das legen wir hier drauf. Da haben wir 2 Plätze frei. Wenn die Plätze hier voll sind, dann müssen wir nur im Gegenstand... Nur nach unten einen Schlüssel. Genau, da können wir Schlüssel lagern, aber wenn wir zu viele Gegenstände, also Proviant mitnehmen, dann müssen wir das hier in die Speisekammer legen. Haben wir schon. Ich habe Folgendes gesehen. Der Dieb ist groß. Gut
können wir zwei Verdächtige ausschließen. Der Dieb ist groß, das heißt, der kann es nicht sein. Und die Kräuterhexe ist klein, die kann es also auch nicht sein. Und deswegen können wir schon zwei Verdächtige ausschließen. Ich habe euch bereits alles gesagt, was ich weiß. Sprecht mit dem Hund. Sprecht mit dem Wildschwein. Okay. Ich bleib stehen, ich spreche mit dem Hund. Ich bin der Kaiser. Nein. Da hat doch jemand die Ritterrüstung umgeschmissen. Ich weiß nicht. Ich gehe bis in deinen Raum. Ich guck mal, ob der das geklaut hat. Moment. Durchsuchen? Nee. Miau. Ihr habt den Dieb erkannt und den Ring gefunden. Das Königreich ist gerettet. Zucker. Es ist 4.40 Uhr. Gut gemacht. Jetzt haben wir das Spiel gewonnen. Sehr gut. Und warum? Weil der Papa gedacht hat, so, die Zeit wird eng, wir haben genug Schlüssel, jetzt schauen wir einfach mal, ob hier derjenige das ist. Ah, die Alina macht's auf. Genau, genau. Wo ist denn der Ring drin? Da drin. Da ist der drin und da gibt's den Ring. Die Alina probiert den Ring schon, passt er dir? Der gehört aber dem König. Und genau, diese Figur war's. In dem Fall haben wir, ich glaube, das leichte Spiel haben wir ausgewählt. Und damit kommen wir eigentlich schon zum Fazit. Ihr habt jetzt ein paar Eindrücke bekommen von dem Spiel und ich finde es super. Also als Erwachsener mit Kindern zu spielen, sogar die Kinder können es alleine spielen mittlerweile, ist echt super. Jetzt haben wir euch noch gar nicht alles hier gezeigt, was hier noch passiert. Das heißt, das Spiel ist sehr variabel mit weiteren Türen, Ereignissen, was hier passiert, Räumlichkeiten, wo wir jetzt noch gar nicht drin waren, wo wir natürlich erst entdecken müssen durch gewisse andere Faktoren. Und dadurch ist das Spiel jedes Mal komplett anders. Und das ist echt toll. Dir gefällt der Ring wieder, gell? Den legen wir aber danach rein, wenn der Elias zu spielen will und der Ring fehlt. Also, ein richtig schönes Kinderspiel, in dem Fall kooperatives Kinderspiel, was zu zweit genauso gut funktioniert wie zu dritt und zu viert. Man muss sich natürlich mit mehr Spielern auch mehr absprechen. Haben wir jetzt zu zweit auch gemacht. Da gebe ich da Alina, die ist 4 Jahre, muss man immer sagen, auch ein paar Tipps. Du sprich mal da was und gib dem Tier was oder zauber an dem Tier. Genau, und da kannst du ausmachen. Und das ist wirklich super gemacht. Und jetzt geht's nicht mehr. Übrigens, auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Wenn ihr was nicht gehört habt, da ist eine kurze Pause oder man hat was weggehört oder nicht genau zugehört. Hier gibt es so einen Punkt, in dem Fall so einen Druckknopf. Da könnt ihr auf Wiederholen gehen und dann könnt ihr das nochmal anhören, was gerade zum Beispiel das Tier zu euch gesagt hat. Das Ganze ist ein richtig schönes Kinderspiel. Es wurde echt Zeit, dass ich euch jetzt das vorstelle. Ich weiß gar nicht, wie alt das Spiel ist. Es hat schon einige Jahre auf dem Buckel. 3 Batterien sind drin. Die haben wir jetzt auch wieder ausgetauscht, dass es auch wirklich sehr laut ist. Aber das ganze Gerät ist wirklich sehr kompakt. Man kann es natürlich auch reihum weitergeben. Je nachdem, mit wem ihr spielt, kann man es natürlich auch in die Mitte stellen. Aber ansonsten ist es ein wirklich sehr gutes Kinderspiel. Eine absolute Empfehlung. Es zählt quasi auch zu meinen Top 10 oder zu beiden Kinderspielen auch. Wir haben ja auch so eine Top 10 schon gemacht, was verschiedene Altersgruppen angeht. Also da ist es auf jeden Fall in der Top-Liste zu finden. Ich denke, das waren alle Infos. Ich sag tschüss, bis bald. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo. Von meiner Seite sage ich mal tschüss. Macht's gut, bis bald. Bye, bye. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spiele-Block zu euch nach Haus.